Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video und einem weiteren Video hier in der Euro Truck Simulator 2 Event Woche, in der es um die Spezialtransporte geht. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich stehe mittlerweile jetzt hier in Krakau in Polen. In Russland waren die Firmen noch nicht so von unseren Fähigkeiten begeistert, dafür halt in Polen, und wir schauen mal nach, was für ein Auftrag denn uns von Krakau aus erwartet an Spezialaufträgen. Mittlerweile haben wir auch, okay, es gibt mittlerweile noch, ich habe drauf gedrückt, es gibt einige zur Auswahl, allerdings gucken wir natürlich hier in Krakau, und ich würde sagen, es kostet beide sogar gleich viel. Da wir das schwere technische Teil schon gefahren haben, würde ich sagen, haben wir heute mit einem Industriekondensator mit 12 x 5,4 x 4,7 Meter Länge, insgesamt 60 Tonnen, fahren wir dann von Krakau in die Slowakei nach Banská Bystrica und liefern dort dann den Industriekondensator ab. Okay, lass uns eine neue Route finden. Du beabsichtigst, einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes. Vermeide jeglichen denkbaren Kontakt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechselmanöver. Das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Das vordere Begleitfahrzeug wartet, bis die vorgesehene Spur frei ist, und wechselt dann ebenfalls die Spur. Dann ist es sicher für dich, auf die vorgesehene Spur zu wechseln. Befolgst du diese Regeln nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Dann, da fahren wir schon los. Der eine sperrt ab. Und der andere wartet auf uns. Wir haben hier BBC. Sich das Ganze anschauen. Biege nach links ab. Leicht neblig noch aktuell. Ein bisschen Überbreite habe ich ja. Muss jetzt aber noch darauf achten, wie viel Überbreite das sind. Das ist ungefähr, wobei es war nur 4,7 Meter, ne? Ne, 5,4 Meter, gut. Das ist dann ja eine ähnliche breite Ladung wie die vorherige mit den, mit dem schweren technischen Teil. Deswegen würde ich sagen, halte ich mich möglichst links. Ich dachte, das kann eh nur 50 fahren. 205 Kilometer ist es sogar nur lang, der ist es sogar lang, der Weg, ja. Das, der Satzbau ist ja immer wieder super on point. Wir haben 200 Kilometer zurückzulegen nach Banská Bystrica. Jetzt kann ich hoch beschleunigen auf 60 Kilometer pro Stunde. Hoffe mal, dass niemand hier an der roten Ampel steht und wo ich dann jetzt durchfahren kann. Dann muss ich mich da vielleicht durchquetschen.
schönes Teil der Industriekompensator. So, dann wird es beschleunigt auf 60. Das heißt, wir werden auch nochmal über die Grenze fahren. Da wird das dann auch nochmal super eng. Super eng werden. Ich hoffe mal nicht, dass ich noch durch eine Mautstelle durch muss, weil sonst wird es auch da nochmal eng. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt mir die Strecke nicht vorher nochmal angeguckt. Ja gut, 185 Kilometer. Werden wir dann sehen, wie viel uns erwarten wird. Ein bisschen Platz machen, damit ich nicht gegen das Polizeifahrzeug fahre. Weiter auf der E77 Richtung, müsste doch gleich Richtung Süden sein, oder? Ja, guck mal, mittlerweile auch, ja, mittlerweile habe ich jetzt die 12.000 Kilometer geknackt mit dem Volvo. Mal schauen, wie viele Kilometer ich damit runterbrette. Oha, was kommt denn da noch? Na super, das ist ja grandios. Werden nochmal schöne enge Passagen, das ist ja toll. Okay, das wird, das heißt, es wird jetzt nochmal schön spannend, da wenn ich wieder die Serpentinen hoch muss. Mit 55 Tonnen, jetzt war 66 Tonnen sogar. 60 Tonnen bisher, glaube ich, die schwerste Ladung von den Spezialaufträgen. Ah, hier ist eine Baustelle, deswegen gibt es da so eine crazy Umleitung. Das heißt Umleitung, deswegen ist es hier so eine interessante Strecke. Geh schon mal runter auf 50. Ich will jetzt gucken, ob der Kollege hinter mir ist, aber ich muss abbremsen. Den Berg hinaufkämpfen, aber der ist hinter mir. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt überholt. Also, ob die jetzt über die durchgezogene Linie fahren, weil ich ja doch schon sehr langsam jetzt gerade bin. Mit den 20 Kilometer schon, die ich jetzt gerade mich hier hochkämpfe. Das wird ein ordentlicher Spritverbrauch werden, diese Strecke, auch wenn es nur 205 Kilometer sind. Aber das Gewicht der Ladung und die Streckenführung laden zumindest dazu ein, dass es eine ziemlich spritfressende Tour wird. Es kommt mir nichts entgegen, sehr, sehr schön. Und jetzt geht es weiter. Über die Landstraße ohne Serpentinen. Über die, ja, nennen wir es mal Bundesstraße 7. Wie auch immer es in echt heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil so wie ich mich kenne, werde ich, egal wie sehr ich mir vornehme, das irgendwie nachzuschauen, es eh nicht machen. Von daher lerne ich es wahrscheinlich eher nur, wenn es in den Kommentaren steht. Das war klug. Ich wollte jetzt eigentlich nicht weiter den Tempomat runterstellen, aber habe es dann dennoch getan. Perfekt hier mit der Außenperspektive, wenn die so in Anführungszeichen daneben ist. Aber das Gerät ist halt einfach zu stark, man sieht halt einfach nicht, was vor einem ist.
wenn die Kamera vorbeifährt, dass einem den Weg so versperrt. So, jetzt hier schön durchzwängen. Das dürfte hier passen. Hier ebenfalls. Wunderbar. Und wieder den nächsten Hügel hoch. Hinten ist auch nochmal kurz kurvenreich. Weil schon über die Grenze oder kommt die noch? Die kommt da vorne, okay. Sehr schön. Das heißt, das wird jetzt auch nochmal. Ist eine anspruchsvolle Strecke, eine schöne Strecke, finde ich. Nice, gefällt mir. Ein Setra. Was für ein Setra weiß ich jetzt zwar nicht. Dafür kenne ich mich auch zu wenig mit den Setras aus. Dafür kenne ich mich. Ich kenne mich halt eher mit den Setras aus. Die halt gegeben sind im Bus in 18. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja im neuen Teil auch mal andere Reisebus. Wobei Setra, weiß ich gar nicht, Setra. Ob es neue Busse für den europäischen Teil gibt, weiß ich gar nicht. So, kurz hochbeschleunigen auf 60, wobei es jetzt eher runtergeht, wieder auf 50. Ne, doch gar nicht auf 80. Okay. Gar keine anspruchsvolle Grenze. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sind die, könnte es sein, dass die Grenze halt so ähnlich sein wird wie die Mautstelle. Mit einer engen Stelle. Einer engen Passage. Ab in die Slowakei rein. Die Tempomate würde ich jetzt mal versuchen runterzustellen auf 30. Okay. Ich muss nachbremsen, weil der Retarder noch nicht stark genug ist. Hätte ich jetzt einfach dann Retarder machen lassen. Aber der ist noch nicht stark genug. So, ab jetzt sollte es auch mit 45 gehen. Die Kurvenlage. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ging es auch nicht mehr ab und alles. Oh, ist aber schön hier mit den Hügeln, mit der Hügellandschaft. Mit der Burgfestung im Hintergrund. Schick, schick, schick. Ach so, gerade die Gegensätze, ne? So hier die alte Burg. Und dann ich hier mit meiner Industriekompensatorladung. So, dann kann ich wieder den hochschalten, damit ich jetzt wieder Geschwindigkeit halten kann. Uiuiuiuiuiui. Okay, passt. Ah, hier sind wir gerade. Ist auch gleich wieder bergab. Da werde ich wahrscheinlich wieder zu viel Geschwindigkeit aufnehmen. Ich weiß nicht, nochmal einen Gang runterschalten oder noch nicht. Weil ich denke mal, das reicht vielleicht sogar. Könnte auch passen. Ich setze auch mal die ganzen Lichter an, weil es halt ein Schwertransport ist. Was würde ich eigentlich hier jetzt gerade die Lichter ausmachen? Die Scheinwerfer, um genau zu sein. Aber so schön beleuchtet ist es doch wieder viel, viel schöner. Jetzt hört ihr der Teil hier auf. Sind wir da schon da? Genau, 76 Kilometer, das heißt, geht nochmal durch ein anderes Örtchen durch. Und ein Bahnübergang. Da bin ich aber. Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schön mittig rüber. Und dann haben wir dann nochmal eine rote Ampel, aber die gilt ja nicht für uns. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Stimmt,
aber freundlicherweise trotzdem schon mal um. Und jetzt auch wieder den nächsten rechts abbiegen. Das Schöne ist, dass wir halt wirklich hier die Lenkachsen haben. Wir kommen halt auch sehr gut um diese 90-Grad-Kurven sehr gut rum. Ohne jetzt irgendwie übertrieben auszuholen. Und hier den nächsten Hügel auf. Hügelige Landschaft hier. Ziemlich hügelige Landschaft. Die kämpfen wir uns dann jetzt mal hoch den Hügel. Alles schön. Schöne Landschaft. Schön die Abwechslung auch noch mit den Felsen, die so ein bisschen in Steine hier vorgucken. Weil hier aktuell nicht so viele Positionen für Vorbeifahrten, wie es den Anschein hat. Hier ein Sägewerk. Weiter nach Branska Bystrica. Storenzo, okay. Auch hier schön zugeparkt, damit da niemand rauskommt. Und es geht weiter über kurvige Landstraßen. Ah, ich muss schon sagen, diese Tour ist nice. Ist schön. Schöne Tour, schöne Landschaft. Auch anspruchsvoll zwischenzeitig. Eisewurfballon. Das ist eine gute Tour. Mal gucken, ob ich wahrscheinlich, ja gut, von Krakau geht's halt nur nach Branska Bystrica. Von daher werde ich vielleicht mal gucken, wie es denn in Breslau aussieht. Da könnte man ja auch Spezialaufträge von hernehmen. Das wird dann vielleicht mal von Breslau aus dann nochmal losfahren und gucken, wo es hingeht. Warschau hat gerade auch keine Aufträge für mich und mich. So, hoch auf 60. Und dann sind wir auch schon bei... Oh, es war gar nicht... Ja, da hat sich wieder ein R dazwischen gemogelt. Also sind wir jetzt in Banska Bystrica. Biegen wir dann gleich links ab. Schon mal den Tempomat ein bisschen weiter runter. Gleich geht es runter auf 50. Schließlich fahren wir jetzt ja in Banska Bystrica rein. Links halten und dann links abbiegen. Ampeln, die zählen wieder nicht. Auch schön abbremsen für das hintere Begleitfahrzeug. Das war, glaube ich, noch relativ dicht an der Ampel vorbei. Fehlt, glaube ich, nicht allzu viel. Erst auch mal in Banska Bystrica. Das ist natürlich super, dass ich jetzt hier mehr oder weniger den gerade fast im Überholen war. Jetzt habe ich halt echt das Problem mit den, was ich halt gesagt habe, hier mit den roten Ampeln. Kann auftauchen, das Problem. Dass dann die KI rechts rot hat und ich grün habe und mich dann dazwischen mogeln sollte. Okay. Das passt. Da
Da passt es auch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Links halten und dann links abbiegen. Und dann sind wir auch schon da. Demnächst rechts abbiegen. Hier haben wir die Garage von Banská Bystrica. Und biege nach rechts ab. Ja. Oh, direkt auf die linke Seite, okay. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Noch bin ich nicht da. Also ich bin zwar da, aber noch bin ich nicht durch. Nicht perfekt, aber Hauptsache auf dem Gelände. Dann kann es ja jetzt abgeladen werden. Ausgezeichnet. Spezialtransport erledigt. Gefahrene Strecke. 207 Kilometer. Dauer knapp 9 Stunden. Wir haben 158 Liter verbraucht und es gab dafür 10.540 Euro und 528 Erfahrungspunkte. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video wieder. Und morgen gibt es dann das letzte Euro Truck Simulator 2 Video unter der Flagge der ersten Euro Truck Simulator 2 Eventwoche. In dem Sinne, bis zum nächsten Video.